Und hiermit ein herzliches Willkommen beim Duxer. Heute geht es um den Ranger. Ja, wer oder was ist Ranger? Ranger ist ein Dateibrowser und zwar für die Konsole geschrieben. Da gibt es über Ubuntu Users zum Beispiel einen schönen Eintrag. Schön auch auf Deutsch, das ist für mich immer wichtig, damit ich es auch noch besser verstehe. Was der Dateibrowser so alles kann, wie gesagt, er ist für die Konsole, ist er jetzt entwickelt. Sieht in etwa dann so aus. Ist so ein dreispaltiger Dateibrowser. Man bewegt sich immer in den mittleren Pfad oder in der mittleren Spalte und hat dann einen Blick, von wo man herkommt, nach links und rechts, wo man noch hingehen kann. So ungefähr müsst ihr euch das vorstellen. Und hier steht nämlich auch gerade, Ranger eignet sich vor allem im Zusammenhang mit anderen Terminalprogrammen, kann aber auch im Kontext einer grafischen Oberfläche und mit der Mausunterstützung genutzt werden. Das finde ich interessant, das habe ich noch nicht herausgefunden, wie es geht. Ja, installiert werden kann das ganz normal über sudo apt-get install ranger. Ich weiß gar nicht, habe ich ihn schon hier installiert? Weil ich habe es von in der virtuellen Maschine getestet. Und ich war davon hellauf begeistert und dachte mir so, komm, darüber machst du mal jetzt ein Video. Und wir testen mal zusammen den Ranger. Wir geben mal ein. Ranger. Ja, so sieht er aus. Ich kann das hier nochmal so ein bisschen schön in groß machen. Ja, das wäre jetzt hier meine Struktur. Fangen wir mal ganz vorne an, ganz links. Hier ist das Wurzelverzeichnis mit allen Dateien. Interessant wäre zum Beispiel jetzt Home, MTB-Backup 99, das wäre mein System. Dann hätten wir hier Bilder, Dokumente, solche Scherze. Hätten wir zum Beispiel eine Textdatei. Genau, da kann man sofort gucken, was ist da drin. Hier Zeitleiste mit einem kleinen Tippfehler. Genau, und man kann auch jetzt hier über gewisse Tasten kann man die Datei auch bearbeiten. Ich meine, mit F3 hätte ich gelesen. Ich drücke da einfach mal drauf und könnte jetzt die Datei, in dem Fall die Textdatei, bearbeiten. Das ist aber, glaube ich, jetzt nur anschauen. Ich drücke nochmal F3. Dann will ich wieder hier. Ich drücke jetzt mal F4. Ah ja, jetzt fragt er mich, wie möchte ich die Datei bearbeiten? Ich sage ihm mit Nano. Und genau, könnte jetzt hier zum Beispiel einfach mal reinschreiben, das ist eine Veränderung durch den Duxer. Dann sage ich ihm, was könnten wir ihm jetzt sagen? Speichern, Steuerung O, Enter. So, wie komme ich hier raus? Steuerung X, so. Und jetzt sehen wir hier rechts, sehen wir es. Das ist eine Veränderung durch den Tuxer. So, jetzt möchte ich die Datei noch umbenennen, weil hier ist nämlich Zeitleiste falsch geschrieben. Wie geht das? Vielleicht mit F2? Jo, Rename mit F2. Jetzt schreiben wir Zeitleiste mal richtig, drücken dann Enter und gucken, was passiert und habe die Datei dann gleichzeitig umbenannt. Ja, das ist, also wenn das nicht prima ist, dann weiß ich auch nicht. Was haben wir hier drin? Vorlagen, Bewerbung ist jetzt uninteressant. Könnte man noch gucken. Musik. Kann der auch Musik abspielen? Was nehmen wir mal? Irgendetwas Lizenzfreies habe ich hier, glaube ich, nicht drauf. Ist egal. Ah ja, man kann sich jetzt hier auch noch ein paar Informationen holen. Über die Tags, in dem Fall in diesem JPEG-Bild. Und das finde ich eigentlich auch gut, schön übersichtlich. Wann das aufgemacht worden ist, was für eine Auflösung es hat und so weiter. Kann ich aber auch jetzt hier ein Lied abspielen. Ich drücke mal Enter. Jo. Ja, ich denke mal, den Ton habe ich jetzt ausgeblendet. Für euch, also müsst ihr mir einfach mal glauben, dass da jetzt Musik kam. Ich habe aber, glaube ich, noch lizenzfreie Musik. MTB Härten, das bin auch ich. Da gibt es auch einen YouTube-Kanal von. Und hier habe ich irgendwo lizenzfreie Musik, GEMA-freie Musik. Die kann ich ja mit Sicherheit abspielen. GEMA-frei. Und jetzt nehmen wir zum Beispiel mal das Lied. Auch hier werden die Tags angezeigt. Was für eine Bitrate, wie lang das geht, wie viel Megabyte. Ja, und solche Geschichten.
Lame 3.95. Ich drücke einfach mal Enter. Und ihr hört, hört ihr die Musik. Und ihr seht jetzt hier unten sofort, wo die Musik herkommt. Von der Seite. Schauen wir mal im Wiki nach, was hier noch so steht. Tastenbefehl, Tastenbefehle anzeigen. Ah ja, mit 1. Konsolenbefehle anzeigen mit 2. Eine Position aufwärts, 25 Positionen, nach links, nach rechts ins Home-Verzeichnis. Genau, das war das hier mit G, H und C. F3, F4, Enter. Base, Markierung setzen. V, Markierung. Kopieren, F5. Ausschneiden, F6. Entfernen kann man. Löschen kann man. Umbenennen kann man. Lehnt sich wohl auch an dem Dateibrowser, Dateiprogramm Win an. Habe ich zumindest so gelesen. Bestätigen kann ich das jetzt nicht. Finden. Man kann sogar etwas suchen und finden. Doppelpunkt. Das sind doch schon einige Befehle. Und hier drüber kann man sogar eine eigene Konfiguration machen, der Tastenbefehle. Und dann gibt es sogar noch Erweiterungen. Okay, für PDF-Dateien muss der Poplar noch installiert werden. Gut, das könnten wir eigentlich auch mal austesten. Bilder lassen sich ebenfalls anschauen, das haben wir gerade schon gesehen. Videos auch. Oh, hier ist ein richtiger Roman. Also, man kann sich hiermit intensiv beschäftigen. So ein paar Grundfunktionen habe ich ja jetzt schon kennengelernt. Ich drücke F11. Jetzt habe ich ein Vollbild. Jetzt drücke ich mal Steuerung plus 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 plus. Wenn wir schön in groß haben. Und stopp, jetzt habe ich etwas vergessen. Ich gehe nochmal raus und installiere diesen sudo apt-install. Da wäre Poplar. Okay, wäre natürlich schön, wenn es den geben würde. Aha, Poplar minus. Boah, machen wir mal ein Sternchen, ne? So, und jetzt versuche ich nochmal Ranger. Und jetzt öffne ich mal eine PDF. Wo haben wir denn eine PDF? So, hier hätten wir doch eine PDF. Und zwar von Tuxedo. Welche könnten wir jetzt mal öffnen? Das ist eine Docs-Datei. Komm, die nehmen wir jetzt. Enter und simsalabim. Man kann auch eine PDF direkt dann öffnen. Das ist doch schon mal gut. Das wäre jetzt hier mein Laptop. Übrigens. Ja, also ich finde, dieser Ranger ist ein sehr interessantes Programm, was man auf jeden Fall sehr gut benutzen kann. Sehr benutzerfreundlich. Ist ein bisschen ungewohnt, klar, weil man sonst immer nur mit der Maus arbeitet. Hat sogar eine Maus Integration. Also jetzt bin ich jetzt gerade mit der Maus. Das habe ich nämlich gerade auch in dem Wiki gelesen, dass es auch geht, aber es eignet sich natürlich besonders mit den Tasten hier zu arbeiten. Und wenn man zum Beispiel jetzt auch gucken will, ein ETC, mal so ein bisschen rumschnüffeln will, was ist ein Up drin, was ist steht in der Source List drin, zack, und dann kann man sofort hier bearbeiten. Ich kann es natürlich nicht abspeichern, weil ich kein Root bin. Ja, das gefällt mir sehr gut. Steuerung X bin ich wieder draußen. Sichern, no. Kann man sich auch versteckte Dateien anschauen lassen. Ich drücke mal Steuerung H. Yo, versteckte Dateien gehen auch. Also ich finde es sehr, sehr gut, sehr, sehr interessant. Und dann wären wir soweit durch, würde ich sagen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und verabschiede mich jetzt. Und sag bis zum nächsten Mal. Glück auf!